Woche ist schon da und es gibt heute ein leckeres Rezept. Es gibt Zucchini-Puffer mit Kräuterquark. Bleibt unbedingt dran, damit wir uns gemeinsam Appetit holen können. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Zucchini-Puffer sind ein perfektes Mittagessen, also legen wir schnell los. Du benötigst auf jeden Fall Zucchini, ein paar Möhren, eine Zwiebel, etwas Kräutersalz und natürlich Pfeffer. Ich verwende noch frischen Basilikum, etwas Dinkelmehl, Paniermehl und ein Zitronencurry. Für die Kräutercreme benutze ich einen Joghurt auf Sojabasis, frischen Basilikum, ein paar tiefgekühlte Gartenkräuter. Falls ihr frische zur Hand habt, dann nehmt ihr natürlich die. Hier auch wieder Kräutersalz, Pfeffer und ein Olivenöl zum Anbraten. Als allererstes schnapp ich mir ein Küchenbrett und einen tiefen Teller und reibe die Zucchini und die Möhren klein. Mein Mann ist leider nicht da, sonst würde der das bestimmt gerne übernehmen. Also ich reibe und ich reibe, bis die ganzen Zucchinis und die Möhren fein geraspelt sind. Ganz fein reibe ich sie nicht, so dass man den Inhalt noch gut erkennen kann. Nun gebe ich etwas Kräutersalz auf mein Gemüse, mische das Ganze gut durch, decke es ab und das Ganze kann eine halbe Stunde ziehen. So, what you doing Friday? In der Zwischenzeit geht's der Zwiebel an den Kragen. Sie wird schön klein geschnitten. Nun gebe ich etwas Öl in meine Pfanne, damit es auch gleich losgehen kann. In der letzten halben Stunde haben die Zucchinis und Möhren etwas an Wasser verloren. Ich gebe das Ganze nochmals durch ein Sieb, damit auch die ganze Flüssigkeit raustreten kann. So kann ich die Puffer gleich viel besser braten. Ich gebe mein Gemüse in eine große Schüssel, würze das Ganze mit Kräutersalz und Pfeffer, gebe die Zwiebeln dazu. Dann kommt etwas Zitronencurry, Dinkel und Paniermehl. Das Ganze mische ich gut durch. Ach ja, der Basilikum muss ja auch noch rein. Ich zupfe den schnell dazu und dann beginne ich mit den Händen kleine Puffer zu formen. Ich mache die hier immer etwas kleiner, damit die Kinder sie gut essen können und damit sie auch in die kleineren Lunchboxen passen. Ja, ja, muss ja alles gut durchdacht sein. Und dann kommen die ersten Zucchini-Puffer schon in die Pfanne. Ich brate sie von beiden Seiten goldbraun bei mittlerer Hitze. Es duftet hier schon herrlich und während die Puffer brutzeln, widme ich mich dem Kräuterjoghurt. Ich gebe meinen Joghurt in eine kleine Schüssel und gebe etwas Olivenöl, Kräutersalz und Pfeffer hinzu. Dann kommen da noch ein paar Kräuter rein und das Ganze wird gut durchgemischt. Ich halte die Kräutercreme heute ganz basic. Das passt, wie ich finde, am besten zu den Zucchini-Möhrenpuffern. Zwischendurch schaue ich immer mal wieder nach meinen Zucchini-Puffern, drehe sie um, nehme sie aus der Pfanne und gebe wieder neue dazu. Sind die Zucchini-Puffer goldbraun von beiden Seiten, sind sie servierbereit? Dann gibst du etwas Kräuterjoghurt auf einen Teller, die Zucchini-Puffer kommen dazu und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Falls ihr nicht so genau wisst, was ihr mit euren Zucchinis machen sollt, vielleicht ist das hier eine Idee. Ich finde, die Puffer schmecken auch kalt sehr gut und der Kräuterquark, den mag ich sowieso gerne. Und ihr wisst, lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da, wenn das Video euch gefallen haben sollte. Ansonsten sehen wir uns schon wieder am Mittwoch. Macht es gut, bis Mittwoch und tschüss.